Es gibt Phasen in meinem Leben, da sind die Gefühle von Trauer, von Schmerz, von Unzufriedenheit verdammt hartnäckig. Und wo ich mich frage, so, und jetzt? Wie läuft das mit dem Glücklichsein, was wir doch alle irgendwie haben wollen? Glück ist nichts Zufälliges. Glück ist kein Zustand, etwas, was sich mal so eben einstellt. Glück hat für mich etwas mit einer Wahl zu leben zu tun. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Frage, welche Perspektive ich auf meinen Alltag habe und wie ich mit dem umgehe, was ist. Das perfekte Leben ist ohnehin eine große Illusion. Und einzelne schöne Momente festhalten zu wollen und zu bewahren, das artet unweigerlich in Stress aus. Wie werde ich also glücklich? Die Bibel ist da für meinen Geschmack ein ziemlich guter Ratgeber. Gott ändert nie die Umstände, in denen sich Menschen befinden. Nie. Gott stellt sich den Menschen so zur Seite in der Situation, in der sie gerade stecken und bietet ihnen da Kraft, Mut und Hilfe an, das zu tragen und das durchzustehen, was dran ist. Das ist das eine. Und wenn du dir dann zum Beispiel Mose anschaust, der muss seinen Hintern schon selber hochkriegen und zum Pharao gehen und ihm sagen, lass das Volk ziehen. Das nimmt Gott ihm nicht ab. Und so sehr Mose sich windet und sagt, ich kann nicht, ich will nicht und ich kann nicht und schaffe es nicht, Mose muss hin. Der Weg zum Glück, meditiere nicht deine Probleme. Meditiere die Tatsache, dass Gott für dich da ist, dass er dir in deiner Situation zur Seite steht und dir Kraft geben will, das auszuhalten, das Ganze durchzustehen. Das wird definitiv dein Denken verändern und deine Sichtweise auf das, was dir zugemutet wird. Selbst wenn sich also nicht dein Leben von heute auf morgen verändert, wirst du es aber definitiv mit einer anderen Sichtweise, einer anderen Perspektive und einer anderen Motivation anpacken. Stell dich dem, was von dir verlangt wird. Du kannst das. Und ich glaube, dass du dann definitiv auch in deinem Leben ein gutes Stück weit glücklicher werden wirst. Unabhängig davon, was gerade ist.